Üblicherweise sehen wir den Patienten bereits am ersten Tag nach der Operation. Die nächste Kontrolle findet nach einem Monat statt, wo auch die Sehstärke geprüft wird. Und dort stellen wir fest, ob die vereinbarten Ziele erreicht worden sind. Sieht der Patient bestens, findet die nächste Kontrolle in einem Jahr statt. Gibt es eine kleine Abweichung, kontrollieren wir sie in 3 bis 4 Monaten und dann würden wir eventuell auch eine Nachkorrektur planen. Letztendlich geht es darum, dass das Gesamtergebnis optimal für den Patienten rauskommt.